Ja, schrecklich. Schrecklich. Schrecklich, ja. Warum schrecklich? Das sind Ja, Ihre Staatssekretäre. das sind 8 Staatssekretäre, übrigens das ist auch ein Novum in der deutschen Geschichte, 8. Und da kann man mal wieder sehen, was entsteht, wenn man im öffentlichen Leben steht und spontan Entscheidungen trifft, ohne nachzudenken. Ich habe den Herrn die Urkunden ausgehändigt. Und irgendjemand sagt, machen wir noch ein Foto. Und alle haben zugestimmt. Und ich dachte, mein Gott, das ist für den privaten Gebrauch von jedem. Und dann kam das Internet, stand das plötzlich im Internet. Und Naja, dann, das war von Ihrer Pressestelle ins ja, Internet gestellt. die haben mich aber nicht gefragt, aber ich war ihnen auch nicht böse, es war passiert. Und dann war mir klar, was das für einen Sturm auslöst, zumal nicht jeder Anzug, der hier präsentiert wird, in der richtigen Ja, aber Passform es war, geht ja jetzt nicht nur um die Anzüge, es sondern geht um ja auch, 8 Männer, 9 Männer. genau, Zwei, warum vier, haben sechs, Sie acht, keine neun. einzige Frau gefunden, Jetzt die habe in, ich. jetzt haben Sie eine. Na, schön langsam. Ich habe damals in der Personalversammlung des Ministeriums gesagt, ich werde alles tun, dass Frauen, nicht nur Frauen zum Zuge kommen, sondern auch in Führungsverantwortung. Der Staatssekretär Adler ist ausgeschieden und den habe ich durch eine Frau ersetzt. Ich kann ja immer nur wieder, wenn es um Ersatz geht. Wir haben jetzt Aber bei den mehrere parlamentarischen Abteilungsleiter, Staatssekretären war keiner dabei. die benennt nicht der Minister, Gut. sondern die jeweilige Partei. Aber ich mache da Aber jetzt Sie auch waren ja keinen Vorwurf. Parteivorsitzender. Ja, da war ja der Stefan Meyer war schon jahrelang in diesem Bereich tätig und weil er gut ist, kann ich ja jetzt nicht sagen, lieber Stefan, auch wenn du gut bist, dich wechsle ich jetzt aus. Aber etliche, also Staatssekretärin Adler ist durch eine Staatssekretärin Bohle ersetzt worden, parteilos. Nicht, dass man immer glaubt, man macht das alles nur nach Parteien, sehr, sehr stark. Und Abteilungsleiter, die zu besetzen waren, das ist unter den Staatssekretären die Führungsebene, sind zu einem erheblichen Teil auch durch Frauen bei mir jetzt besetzt und so werde ich weitermachen. Und ja, Aber das Bild hat das auch war schon bei ein Ihnen was Lapsus. ausgelöst. Ja, Okay. ich habe mich am meisten darüber geärgert. Genau, Sie haben dann damals nicht viel dazu gesagt, aber heute würden Sie sagen. Das war ein. Sie haben vorher mal nach dem größten Fehler gefragt. Ich habe das auf die Gesundheitsreform 98 bezogen. Aber dann kommt gleich dieser Fall.